Die CDU hat Geburtstag. Kikeriki. Ja, 70 Jahre wird sie alt. Jetzt versteht man auch, warum den Sozialdemokraten die Rente mit 63 so wichtig war. Nur die CDU hat sich gewandelt. Ne? Früher, da konnte man sich darauf verlassen, das war die Partei der Konservativen. Ja, das waren die Deppen, das waren die Popper in der Schule, ne? Die in der Jungen Union waren, die mit den Aktenkoffern rumliefen und den albernen Slippern mit den Bömmeln vorne dran. Das war alles klar und übersichtlich. Heute, da können sich viele an die alten konservativen Werte gar nicht mehr erinnern. Ist das vielleicht mit 70 Jahren normal, diese Vergesslichkeit? Ich habe gehört, einige CDUler hängen sich schon überall gelbe Post-it-Zettel auf, bloß nicht auch noch vergessen, gegen die Homo-Ehe zu sein. Mir scheinen da wirklich viele in der Partei so ein bisschen durcheinander zu sein, wie auch diese Dame hier auf dem Festakt am Montag. Ich bin seit 1994 in der SPD, Entschuldigung. Ja, aber ich kann es verstehen, ist ja auch kein Wunder. Ne? Das kommt eben davon. Wenn so eine CDU dann auch plötzlich aus der Atomkraft aussteigt, plötzlich die Wehrpflicht abschafft und auf Klimaschutz macht, kann man der Frau doch keinen Vorwurf machen. In den Großstädten findet sich die Partei leider überhaupt nicht mehr zurecht. Ne? Da agiert sie auch so ein bisschen senil, kann man vielleicht sagen. Modernes Leben, andere Arbeitswelten, IT, Internet, ist der CDU alles fremd, das ist Neuland. Auf die Frage, was ist Shitstorm, sagen die meisten CDU-Wähler, ja, das ist, wenn wir im Frühjahr die Gülle auf die Felder fahren. Ne? Und wenn man sich jetzt noch die offizielle Festschrift der CDU anguckt, dann ist es ganz offensichtlich, die CDU leidet unter Altersdemenz. Ja, das soll jetzt auch verfilmt werden. Honig im Kopf, ein CDU-Film. In dieser offiziellen Festschrift findet sich kein einziges Wort zur Spendenaffäre. Dabei war das ein ganz entscheidendes Kapitel. Bloß nicht zu hart mit sich selber ins Gericht gehen. Aber Sie kennen ja auch Angela Merkels Motto. Dass man das Gute nennt und das, wo es nicht ganz so gut lief, weglässt, das darf man sich auch mal gönnen. Das kriegt man ja von den anderen dann auch gesagt, wo es so nicht geklappt hat. Ja, genau. Wenn das so ist, dann machen wir es auch. Sagen wir der CDU, wo es nicht klappt.